wurde ja. Und hier, das ist Mauro Baldi. Da gab es einen Riesenunfall. Das ist der Teamkollege von Marc Surer. Und auch Jochen Maas ist in diesem Zwischenfall verwickelt. Jetzt achten Sie mal, wenn die Kamera aufzieht. Dort, da liegt das Wrack von Jochen Maas. Marc, wo ist Jochen? Eine Schrecksekunde damals. Ich kann mich genau erinnern. Für alle deutschen Fans, da war das Fahrzeug aufgestiegen auf den Leitplanken dort bei den Reifenstapeln und in die Zuschauer geprallt. Es gibt von diesem Zwischenfall keine anderen Bilder. Und hier, da wird Jochen hoben, hinauslaviert, unverletzt. Jochen Maas hatte alle Glücksengel dieser Welt bei diesem Riesencrash. Dreckig der Helm. Und da kommt Baldi sofort an und sagt, Mann, was ist da passiert? Geht's dir gut? Und Jochen sagt da, ja, ja, alles klar. Aber bei diesem Unfall hätte der Deutsche auch sein Leben verlieren können.